Ja. Schweinerei. Das war ein Anschlag auf mein Leben. So, eins, zwei, drei. So. Und zwar der Half Slap. Der. Also ihr braucht ihn jetzt nicht hier oder hier oder hier hinzusetzen. Ihr könnt ihn auch hier hinsetzen. Hauptsache, es ist ein mittiges Feld. Und dann müsst ihr halt, je nachdem, wie ihr es bei euch machen wollt, spiegeln. Der Stein muss übrigens, wenn hier der Stein ist, kommt der Ausgang hier oder hier hin. Das könnt ihr euch aussuchen. Verschwinde, du Kackvieh. Nein, 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 nein. So ist schön. Haben wir kleinen Versuchskaninchen da. So. Jetzt müsst ihr das alles mit Wasser füllen. Ihr braucht nur oben Wasser, nur oben einmal eine Schicht. Das könnt ihr aber nachher machen, weil es will ja keiner, dass jetzt hier alles überschwemmt wird. So, dann verrecken hier in dem Raum die Großen. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Sagen wir mal kurz die Fackel an Wand haben. Wir können. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu bauen. Oh, das Geflatsche geht mir auf die Nerven. Ich stehe erstmal auf Peaceful. Obwohl, dann können wir es nicht testen. Nee, komm. Drehe ich den Ton halt ganz leise und dann passt das auch. Auf jeden Fall. Nee, wir machen es anders. Ich zeige euch nämlich nicht die Variante, die ist zu kompliziert. Ich zeige euch die mit dem Half-Slab in der Mitte. Und zwar kommt hier kein Slime durch, der nicht klein ist. Also ich komme nur Slimes rein, wisst ihr ja, die klein, also die auf der ganz kleinen Sorte sind. Oder sonst werden sie hier oben drin jämmerlich ertrinken. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Hier hinten ist Lava. Das war ja zu erwarten irgendwie. Aber das macht eigentlich nichts. Ich will jetzt nicht, eigentlich nicht unbedingt Obsidian draus machen, weil wenn wir den wegmachen müssen, das wäre nicht so gut. Mal da dran. Ja. Super. Das macht mich gerade neugierig, was da hinten ist. Sorry dafür. Das ist eine Höhle. Die müsste ich mir eigentlich zugänglich machen. Ich kann das Ding dann jetzt nicht mit euch bauen und dann später hier reingehen. Das Ding mal gerade abknipsen hier. Na gut, geht eh nur bis hierhin. Entschuldige nochmal für den kleinen Abstieg, aber ich baue das dahin mit euch ja jetzt komplett zu. Und es geht halt nicht. Ihr kennt das ja, Höhle muss mal rein, hätte ja Diamanten oder irgendwas drin sein können. Oder vor allen Dingen jetzt wegen der Farm hier. Da braucht ihr ja. Dürfen ja gar keine Monster in der Nähe spawnen, deswegen nochmal sorry. Also solche Sachen werdet ihr bei euch auch finden, dass irgendwo mal Höhlen sind und ihr die einfach zumachen müsst. Das ist nun mal leider so und das kann man nicht verhindern, wenn man eine Slime-Farm baut. So, und zwar hier kann die Riege bleiben. Nein, eins tiefer. Genau dahin. Kannst das doch. Das ist ein bisschen umständlich hier, wegen der Lava, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. So.
So, hier noch weg. Und ich wollte nach hier raus. Graben wir hier einen Gang rüber. So, machen wir den erstmal zwei hoch, dann können wir einen nachher wieder zumachen. So. Hier noch zu, hier noch zu. So, also so sieht die ganze Konstruktion aus. Und jetzt kommen erstmal Schilder. Ich hoffe, die reichen. Machen wir hier schön die ganzen Schilder in die Hand. So. Und zwar, das Wasser von hier oben darf erstmal nicht runterfließen. Deswegen kommt hier ein Schild hin. Hier eins. Hier eins. Und hier eins. Hier eins. Da. Reicht natürlich nicht. Da und hier. Damit das Wasser, was ihr oben reingießt, also was ihr da reingießt nachher, damit das nicht weiter runterfließt. Und der Half-Slab ist, damit die nicht hier unten auf dem Boden stehen, sondern wenn hier das Wasser endet, damit hier noch ein bisschen Luft drin ist. Das muss sein, sonst würden die sich nicht mehr bewegen und würden hier drauf stehen bleiben und nicht mehr hier runterspringen. Das heißt, die kommen hier drauf, teilen sich in die kleinen. Was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Dann brauchen wir erstmal neue Schilder, weil sonst überflutet hier uns alles. Und zwar 60. Wie viel brauche ich denn noch? Na komm, machen wir mal 4. Ich weiß nicht, ob das reicht. Sehen wir dann. Ja, das ist kaputt. So. Hier kommt bei mir jetzt in die Ecke schon mal der Eimer Wasser. Der fließt dann da hinten rüber. Also treibt die rüber und deswegen kommen hier auch nochmal Schilder hin. Weil hier das Wasser nicht weiter fließen soll. Weil das soll nur bis hier vorfließen und aber nicht hier durch. Und das Wasser, man könnte jetzt denken, hey, jetzt klatsche ich hier einen Eimer Wasser hin und dann ist gut. Aber wie ihr dann seht, ist hier in der Mitte still. Also hier würden sich Viecher sammeln und ne, nicht weitergehen. Sobald die nach hier kommen, wäre okay. Aber eben nur so bald. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir Folgendes. Und zwar hier ein Schild. Und da ein Eimer. Und hier ein Eimer Wasser. Weil sobald die hier hinkommen, hüpfen die. Und sobald die hüpfen, hüpfen die nicht auf der Stelle. Ich habe noch nie einen Slime auf der Stelle hüpfen sehen. Und wie gesagt, die wollen ja Richtung Ecken. Und da macht's hüpf. Und die sind hier drin. Dasselbe Prinzip ist das hier oben drauf. Es gibt Fallen. Kurz Wasser hier wegmachen, damit ich hier rauskomme. Es gibt Fallen, wo das mit einer Furche gemacht wird, die in der Mitte ist. Die funktionieren nicht. Die sind nicht effektiv, weil die Slimes in die Mitte hüpfen wollen. Hier, nicht in die Mitte, an den Rand hüpfen wollen. Und hier, die stehen in der Mitte und die wollen dann zum Rand hüpfen. Das heißt, entweder die hüpfen direkt unten in die Furche oder sie hüpfen hier in die beiden. Und selbst wenn sie genau hier hinhüpfen sollten, dann springen sie ja danach nochmal und die werden nicht hier stehen 2 Stunden. Ne? Sie werden dann schon eins nach hier hüpfen oder hier dran kommen. Dann hier rüber geschwemmt werden. Ich zeige euch nochmal die andere Alternative. So, und das ist nämlich, wenn ihr hier Wasser habt, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich wegschwemmt, genau, dann ist hier nichts und Slimes können nicht springen. Das macht ja nur klack, klack, klack und die bleiben hier stehen. Genau das ist nämlich das Problem. Dass die hier stehen bleiben dann. So, machen wir hier das schöne Wasser wieder weg. Man könnte jetzt sagen Folgendes. Ey, Skeletor, das ist aber scheiße, weil wenn die jetzt hier gerade drin sind, springen die auch nicht und bleiben hier hängen an dieser Ecke. Jein, okay. Stimmt schon. Aber es ist immer noch wahrscheinlicher, dass die hier rüber reinkommen.
als die andere Variante. Weil bei der anderen Variante gibt es hier eine komplette Fläche, wo sie noch nicht mal die Chance haben zu springen. Und die Dinger springen ja einen Moment. Die springen ja eine Weile. Und diese Flucht zur Ecke, die begünstigt das, dass die hier schon mal so reinkommen, dass die weitergeschwemmt sind. Ich hatte eigentlich noch nie, dass hier irgendwie ein Stau gab oder was. Das geht eigentlich. Sobald ein zweiter reinkommt, schubst der den ja ein Stück zur Seite und dann ist es vorbei. Also ihr braucht euch da echt keine Sorgen zu machen. Ich hatte noch nie Probleme damit. Und das funktioniert auch. Machen wir hier nochmal Wasser rein. Versuchen wir mal hier oben drauf zu kommen. Ups. Bauen wir hier einen Stein hin, damit wir rauskommen. Hat ja super funktioniert. Ah, da sind ja. Okay, mal was anders. Den erstmal weg. Den drauf. Hoch. Den weg. Den hin. Den drauf. Und das sind 1, 2. 1, 2, 3, 4. Graben wir uns hier mal in die Wand. Oh, das ist schon wieder scheiß Kies. Und jetzt vier hatten wir gesagt in die nach links. 1, 2, 3, 4. Das Verlegen werde ich offline machen von der Linie. Ich will euch jetzt nur dann zeigen, dass es auch funktioniert. Ach, sind sogar schon ein zu weit. Ist doch super eigentlich. Wenn wir hier schön reingucken. Da müssen die Slimes dann ankommen. Mal ein paar Fackeln hier reinhauen, weil ihr seht sicher wahrscheinlich hier auch nichts. So. Und zwar hier. Und hier machen wir uns jetzt so eine kleine Treppe hoch. Dann können wir nämlich hier reingucken. Und dann sagen, ja, ist okay oder ist nicht okay. Wie auch immer, nehmen wir das Gold hier noch mit. Können wir dann hier so mal reingucken. Und hier oben geht's raus. Und dann setzen wir jetzt hier erstmal die. Ja, wir haben hier auch keine Schilder mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen jetzt hier erstmal den Zerkleinerer und dann lasse ich den mal frei da hinten. Und zwar haben wir hier ein Wasserreservoir da unten. Nein, das nehme ich nicht. Und zwar baue ich mir jetzt hier nämlich nochmal eins hin. So, und zwar da ein Eimer und da ein Eimer. So. Ich mache jetzt hier überall Wasser hin. Das erste, was ihr natürlich machen müsst, ist den Wassereimer in der Mitte. Und dann den am Rand und dann die am Rand. Ich mache das immer so im Uhrzeigersinn. Weiß ich wenigstens auch, wo ich schon war. Schnell den letzten, damit ich den nicht vergesse. So. Dann noch einmal füllen. Für die Ecken. Eine Ecke. Zwei Ecken. Drei Ecken. Vier Ecken. Und jetzt ist das Ding eigentlich so gut wie fertig. Da ich vermute, dass die hochspringen werden, klopfe ich das jetzt mal hier auf. Und here we go. Nein. Gehen wir mal hier runter, damit ich die auch hier runterziehe. So, jetzt dürften sie alle drin sein. Ich verhungere. Nein.
Da seht ihr, die kriegen jetzt schön Schaden. Der auch. Dann kriegen die Kleinen jetzt schön Schaden. Weil die auch noch nicht runterkommen durch den Püppel in der Mitte. Boah, ist das laut hier. Seht ihr, die fallen jetzt alle runter. Der Kleine hat da gleich gerade ein bisschen Schwierigkeiten.